Hallo, ich bin Hannibal und yes, hard to label. Willkommen zurück zu Let's Play Minecraft. Das war ja unsere Welt hier, ja? Und die ist ja schon ganz schön groß. Wieso ist denn die so angewachsen? Ich bin übrigens immer noch krank, deswegen klinge ich immer noch verschnupft. Aber das wird sich hoffentlich eines Tages ändern. Wir wollten in die Höhle gehen. Ja, ich habe ja gedacht, hey, vielleicht schlafe ich eine Runde nachts. Aber ich habe mir überlegt, nee, ich muss doch mal ein bisschen was vorbereiten. Und zwar für ein Haus. Bau. Für schönere Häuser zumindest. Okay, genauso machte man sich nochmal diese. Ach, meine Nase klingt immer noch so verschnupft. Das ist doof, gelinde gesagt. Richtig doof. Wir machen uns jetzt Zaun. Ja. Wir machen uns jetzt Zaun. Räusper, räusper. Ja, vielleicht dumm. Ich bräuchte dann noch Holz. Wir müssen noch, bevor wir in die Höhle gehen, Holz hier. So, hacken. Genau. So, Holz. Hacken. Wir sprechen. Abgehackt, weil das ist cool. Und so reden wir, die coolen Leute. Und das ist immer noch dunkel. Das ist ja noch cooler. Ach, da sind gerade ganz viele Skelette gespawnt. Ah, nein, nicht runterfallen. Es leckt ja schon wieder. Na, okay, dann können wir doch nicht auf Renderdistanz fahren. Das ist aber sehr weit weg. Hä, wieso? Moment. Ich dachte, wir spielen schon auf Far. Ist das jetzt noch? Ich verstehe das mit den Renderdistanzen gerade nicht. Das ist Far, das ist normal. Okay, dann hoffen wir, dass es einfach hier unter normal. Reicht ja normal. Boah, da sind gerade ganz viele Spiders gespawnt da hinten. Gehen wir noch mal raus hier. Ich höre einen Zombie. Hüpft da unten ein Marvin? Ja, da sind ganz viele Marvins. Ich will raus, verdammt. Lassen wir mal die Tür offen. Ist jetzt hoffentlich nichts auf dem Dach. Nö. Hier unten, ne? Aber nichts da oben, ne? Nee. Nö. Ach nö. Natürlich nicht. Da spawnt schon nichts. Hallo, Marvin! Ja. Ja, die Geräusche kann ich jetzt super nachmachen mit meinem aktuellen. Jetzt wie die kleine Creeper. Ja, spring in die Lava. Spring in die Lava, du blöde Kuh. Na, da hoch. Da rein. Da rein. Da rein. Komm schon, das sind nur 3 cm. Diese kleinen Creeper sind so intelligent. Ja, oh Brains, 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 meinte ich. Ich nehme mal lieber mein Schwert ausgewählt hier. Schwertkräfte aktiviert. Ich bin He-Man, the Master of the Universe. Ich habe die Kraft. Warum spreche ich hier dafür so komisch? Spawnt mir hier auch was? So. Ich höre, wie jemand einen Zombie ein Leid zufügt. Das ist dieses Geräusch auf. Da stirbt einer. Warum? Da sterben Zombies. Sind die in die Lava gefallen? Woran sterben die denn? Um Himmels Willen. Unsichtbare Killer-Zombie-Roboter spinnen können. Wände hochklettern. Hoffen die, dass die uns nicht sieht. Hallo, Spinne. Hallo, guten Tag. Guten Tag, Frau Spinne. Kommst du hoch? Nee. Guckst du nicht? Warum nicht? Ich dachte, du kannst jetzt Wände hochklettern. Kannst du wohl doch nicht, du blöde Kuh. Hallo. Gib mich hier da unten. Hier ist ja richtig Party wieder. Na, mit einem Creeper. Und einer Spinne. Hallo, ich hau dich. Ja, komm noch hoch. Ja, komm noch, wenn du dich traust. Ja, was macht ihr denn da schon wieder? Das ist hier schon wieder eine Stalker-Party. Kommt die Spinne jetzt wenigstens mal hoch? Nee, anscheinend nicht. So. Töten? Töten. 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 Ich will töten, verdammt nochmal. Komm schon. Irgendwie klappt das nicht. Hier ist zwar richtig gerade Spaß, aber das ist eine richtige Spaßbremse. So, jetzt hier. Komm, Marvin. Komm. Tot. Marvin hat sich vorhin effektiv wehgetan und dieser Creeper steht einfach nur da unten, wackelt ein bisschen mit dem Köpfchen und macht sonst nichts. Hallo. Ach so, der hat sich am Kaktus wehgetan. Ja, ich habe da ja Kakteen jetzt ganz. Ja, komm mal her, du. Komm mal her, du kleine Pestbeule. Hör auf, dich so im Kreis zu drehen. Was bist du, eine Ballerina? Ich bin Ballerina-Creeper. Ich kann eine Pirouette drehen. Oh Gott, wie meine Stimme klingt. Jetzt komme ich hier natürlich nie wieder auf meinen Baum, weil ich die ganzen Blätter weggemacht habe. Ah, wo? Hallo? Hallo? Du brennst eh gleich. Du brennst eh gleich. Ja.
Jojoba Öl. Ja, Jojoba Öl. Der ist echt unten. Kannst du nicht gegen Kaktus laufen? Das ist gut, dass die uns, dass die anscheinend von alleine in die Kakteen laufen. Wo ist er denn? Komm mal mit, Marvin. Du müsstest uns doch von unten sehen, ja. Tatsächlich. So, jetzt habe ich mich, ich muss da unbedingt die Blätter wegmachen, damit ich Marvin besser sehe. Also Marvin sieht uns schon mal super. Das ist ganz schlecht, weil dann verbrennt er nicht, wenn jetzt gleich die Sonne aufgeht. Ich will aber, dass er verbrennt. Ich will, dass er verbrennt. Ja, ja, nein, das wollte ich jetzt gar nicht so sagen. Ich will diese das Zeug da noch unten einsammeln. Das wäre toll. Ach du Scheiße. Du Mann, wo kommt ihr denn schon wieder alle her? Oh, jetzt sitzt er da. Oh, du sitzt da ja nur rum. Du gehst du jetzt tot. Warte mal, was macht ihr denn da? Ihr guckt mir zu und du machst Headbanging. Ich hab's genau gesehen, oder Tourette-Spasti. Ja, die Zombie kommen jetzt natürlich nicht mehr ran. Tschüss, tot. Ja, dann bin ich jetzt mutig und spring hier runter. Ah, Creeper! Creeper! Oh! Ja, ich bin mutig und da ist ja noch so ein Peniskopf da. Hat er uns gesehen? Hat er uns gesehen? Hat er uns gesehen? Hat uns gesehen, oder? Ich sehe ihn. Da ist ein kleiner Peniskopf da. Ich sehe ihn doch. Ich hab's zerstört. Das war's dann wohl. Ja, okay, gut. Wo sind wir gestorben? Wo sind wir gestorben? Unser erster Tod. Der war doch erfolgreich. Ja, er hat ein schönes Loch gerissen hier. Die kleine Schlampe. Das ging ja mal flockig hier. Da war doch noch ein Creeper. Wo ist er denn? Wollen wir uns gleich nochmal sprengen lassen? Komm, weil es so schön war, machen wir das weg. Wo kamen die denn alle her? Das ist hier... Hallo? Na du? Ja, guten Tag. Ja, guten Tag, Herr Creeper. Ja? Komm hier, hier, guck mal hier. Komm mal hier runter. Komm mal hierher. Ja, komm mal her. Ja, komm. Ja, komm. Und TNT-Sprache. Mmh, ah, lecker. Hey, ist ja gar nicht so viel cooles Zeug. Naja, so spart man TNT. Genau so müsst ihr das mal sehen. Ich meine, ne? Einfach mal so einen Creeper an die Stelle locken, wo man was sprengen möchte und dann... Da hinten ist noch was von meinen Items. Ich will da ran, verdammt! Da ist ein Bär, frisst er uns eigentlich? Wir spielen ja auf easy. Tut er uns was? Läuft jetzt in die Kakteen und tut sich erstmal... Ach, scheiße, der hat hier auch was kaputt gemacht. Von unserem Baumhaus hier oben. Das ist aber nicht schön. Dreck. Und da ist ein Zombie in der Falle verreckt. Tut er uns was? Nee. Tust du uns was? Tust du uns was? Nur wenn wir dich provozieren, oder? Das sind also. Machst du mal nicht so komische Geräusche? Karl Gustav! Ich muss bei diesem Gelegge von dem Spiel aufpassen, nicht selber in die Kakteen latsche. Aber hier ist effektiv, hat versucht, hier einen Marvin hier hochzuklettern und hat sich ordentlich übelst wehgetan. So, jetzt brauchen wir erstmal ganz viel Erde, um diese ganzen Löcher wieder. Ach, ich hab ja ganz viel Erde. Was sag ich denn da für einen Schwachsinn? Ich hab ja viel Erde, wir haben's ja. Halt mal die Klappe. Ich versuche mich hier zu konzentrieren, weißt du, wenn ich Erde baue, dann ist das nicht konkret nett von dir. Dann finde ich das von dir total unsympathisch, dass du mir hier ins Ohr grunzt. Nee, nee, weißt du, das ist unsozial. Ja, ja, Sarah. Oh, ja, Sarah. Ich weiß, dass du die Dschungelprüfung nicht machen willst. Ey, hör auf, mich anzuplärren, ey. Ja, ich war ja krank. Und im Zuge meines Krankseins, habe ich, ich habe Angst, dass der mir was tut. Habe ich das Dschungelcamp gucken müssen abends, wenn sonst nichts lief. Nachdem ich, ja, dann krank und siechend vor mich hin, krepierend in der Ecke lag und dachte, ach verdammt, was könntest du machen? Also warum ist denn hier, warum ist das denn? Warum hat der Creeper denn hier was rausgesprengt? Reparieren wir doch den Baum einfach mal wieder. Auch das geht nur bei Minecraft. Bäume reparieren. Tja, wenn Greenpeace es doch auch nur so leicht hätte. Na, na, du? Kommst du, wenn du mir nahe kommst? Nö, du tust mir nichts. Nö. Nö. Oh, ist ja süß. Komisch! Kleine wilde Tiere wollen mich töten. Große wilde Tiere wollen mich nicht töten. Ich bin verwirrt. So, was machen wir jetzt mit dem kapitalen Kolossloch hier? Wir können uns eine Mine draus buddeln, aber... Och, kannst du mal still sein, Alter. Ich möchte hier nur in Ruhe ein Let's Play aufnehmen, ja? Ja, weißt du, du kommst da einfach so und schnauzt mich an, ey. Und ich möchte hier nur in Ruhe was aufnehmen, ne? Das ist super unsozial von dir. Guck mal, ey, ich pflanze hier extra Erde an, ey, damit du hier Gras hast, dass du essen kannst. Ach nee, du frisst ja lieber Fisch wahrscheinlich. Ja, Meister Petz grölt uns jetzt hier weiter ans Ohr. Lassen noch zwei Erdklumpen. Meine. Ja, ich bin, wie man hört, doch effektiv noch sehr krank. Also kränker als sonst. Wir haben es ja schon abgeklärt, ne? Im Gedanken so ein bisschen krank im Kopf. Ja, dann gehen wir jetzt einfach mal in eine Mine rein. Ach nee, ich wollte ja noch mehr Holz...
Ach, ich habe ja diesen hässlichen Skin drauf. Ja, es ist ja bei Minecraft, ist es jetzt. Normalerweise hat man ja auf Minecraft.net sich einen Skin hochgeladen. Also wie der Charakter aussehen soll im Spiel. Und der wurde dann auch, wenn man dann im Singleplayer gespielt hat, übernommen. Jetzt übernimmt er den Charakter, den man in seinem Texturenpack hat. Und meiner sieht scheiße aus. Muss ich unbedingt raushauen. Und ich wollte halt nicht, dass die Typen im Multiplayer immer so aussehen wie ich selber, wenn sie keinen normalen Skin hatten, sondern nur den Custom-Skin. Also wenn man im Multiplayer halt gespielt hat, dann sahen viele Leute so aus wie man selber, was sehr irritierend war, weil sie halt keinen eigenen Skin einprogrammiert hatten bei sich in Minecraft.net. Dann ist das jetzt wohl hoffentlich irgendwie anders, oder? Ich weiß es nicht. Ich war jetzt noch nicht auf dem Multiplayer. In meinem Lieblings-Multiplayer, das ist ja auch schick da hinten. Mein Lieblings-Multiplayer, der läuft momentan noch nicht auf der neuesten Minecraft-Dingens-Bummens. So, jetzt haben wir ein bisschen Holz.